Jetzt kommt er aber, links. Was machst denn du? Oh Gott! Oh Gott! Morgen, Jungs! Und Mädels, nicht zu vergessen. Wir spielen mal wieder SCP Containment Breach, die Fearing HD Community Mod. Da gibt es nämlich ein Update. Ein ganz kleines. Wobei, so klein ist es gar nicht, ne? Ja, das wird sich dann herausstellen. Und zwar hat der Mark im Alleingang, ohne was zu sagen, hier mal ein paar Sachen geändert. Changed Loading Screens. Schon mal hat er was geändert. An dem. Zumindest nicht. An dem nicht, ne? Und die 895 Pictures hat er geändert. Also nicht von SCP 895, sondern insgesamt 895 Pictures. Genau, 895 Bilder hat er geändert. Hat er insgesamt geändert. Und dann ganz viele Object Classes. Aber das bringt ja gar nichts, oder? Wenn die gechanged werden. Schau mal, also wir müssen auf jeden Fall alle sämtliche Documents am besten mal angucken. Achso, die. Ja, okay. Da, wir können es wirklich nicht hören, wir müssen ja geschickt werden, müssen beweisen. Ich glaube, das war auch in der vorherigen Version so. Morgen, Jungs. Morgen, Jungs. Das ist so gut. Hier steht auch noch... Da sind noch die ganzen Autoren der Mod, die am Anfang noch mitgewirkt haben. Ja. Hier steht auch noch... Achso, und jetzt kommt gleich der With No Sense, der spricht. Sounds. Willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist With No Sense und ich begrüße Sie herzlich zur Fearing HD Community Mod. Das finde ich so herrlich. Als allererstes gratuliere ich euch im Namen des gesamten Teams herzlich zu 1000 Abos. 1300 noch etwas sind es inzwischen. Und denn, möge der Blitz die Hater beim Scheißen helfen und viel Spaß beim Spielen. Jawohl. Ich muss da irgendwie an Moneyboy denken. Der ist auch was, so Österreicher. Mann. Ah ja. Kleiner Auspack. Ich muss nicht an Moneyboy denken. Yeah. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt wieder vergessen, China. Nachdem du Moneyboy gesagt hast. Moneyboy! Da habe ich es vergessen. Das wäre bestimmt eine wertvolle Information für unsere Zuschauer gewesen. Total. Ach ja, genau. Ich wollte sagen, dass wir jetzt schon auf die 1400 zugehen. Object Class Objective. Vielleicht sind es in diesem Moment schon. Das Van Gogh-Bild. Ah ja, genau, wir haben auch eine Map bekommen von Shadow Dancer. Dance, wie die Engländer sagen. Und die spielen wir nächste Woche. War die von Shadow Dancer? Ja. Oder? Ja, der eine hat einen Hitler, aber das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, oder? Hat er mir gesagt, dass er eine Map geschickt hat. Vielleicht hast du eine andere mitbekommen. Ist es neu mit dem Hitler-Barsch? Nein, das ist nun nicht aufgefallen. Es soll ja so sein, dass Merkel Hitler tötet. Ach so. Das habe ich doch schon mal gesagt. Und wir haben es halt noch nicht gesehen. Wie ist dato? Voll groß. Wow, ist die groß. Ja, die Size hat er auch gechanged, ne? Glaube ich. Aber nicht mit dem Update hier, oder? Glaube ich irgendwo. Change. Ja, wenn man jede Scale of, da, change Scale of. 173, 106, 196 und so weiter. Jede Zeile fängt mit changed an, ich blick hier gar nicht durch. Ja, da einfach changed und dann im Strich machen können. Ja. Ah ja, was ich noch hier vorlesen wollte, hat hier noch ein paar Sounds geändert. Elevator, Move, Sound und Menu, Ambient Sound. Ah, wirklich, die Größen hat er wirklich, ja. Sag ich doch. Okay. Ja, ja. 914 Panel. Ja, diese, Input, diese, Output? Weißt du, dieser Knopf, dieser Drehregler wahrscheinlich. Meinst du? Ich denke. Stand, glaube ich, irgendwelche Namen. Apropos Namen, wir sollen ja Dinge ausprobieren. In 900. Den Automaten. Ja. Des 294. 294, genau. Ja, ich weiß das. Hat er da auch was gechanged? Das war jetzt fies. Ich wollte gerade eben durch die Tür gehen und wirklich vor meiner Nase. Diese zu. Der letzte Satz in diesem Changelog. Changed, find it out yourself, bitch. Das finde ich aber sehr unhöflich. Ich finde es lustig. Dadurch fühle ich mich jetzt ehrlich angegriffen. Echt, bitch? Fake. If
AG. Bis jetzt noch keinen brauchbaren Raum gefunden. Ja, vor allem den, ey. Sehen wir da nichts mit 106er? Ist das so klein oder was? Hat er den jetzt kleiner Lustig wär's. so groß. So ein Lilliputaner. Alter, das wäre richtig cool. Wenn nicht, dann ändern wir's. Ich bin ja auch Teil des Teams, ich ändere es einfach. Das ist dann die nächste Version. Welche Version ist es jetzt eigentlich? Du musst dann aber auch über den Launcher hier distributieren. Scheiße. Ich distributiere dann über Facebook. Menstruers vielleicht. Na und? Können das Männer nicht, oder? Lass mich wieder ans Haus packen, diese eine Folge. Die kenne ich jetzt nicht. So. Den brauchen wir später. Mastercard-Textur wurde geändert. Später. Oh, das ist auch. Da stand doch schon was drauf, oder? Stand da nicht Fearing drauf auf der Mastercard? Achso, auf der Mastercard. Ich dachte, und schon mal da der Boden? War der immer so? Das ist ja richtig nice, du. Richtig könnte sein, ja. Richtig nice. Machen wir mal, oder? Oder kommst du noch nicht rein? Ich hab noch keine Karte, nix. Ich hab noch nichts wirklich Wichtiges gefunden bis jetzt. Pretty shitty! Was geht denn da ab? Der steht da einfach im Raum. Voll krass, Junge. Der grindet am Rohr, Alter. Ah ja. Nicht gut. Oh, ist er offen? Ist er offen? Nee. War so offen. Oh! Teddybär! Böse Bestie, du. Hallo. Und weg ist er. So, was machen wir jetzt mit dem hier? Ach, der ja, wartet ja da drüben, du. Sehr höflich. So gut ist natürlich. Kann man mal machen. Der klebt am Rohr fest. Was haben wir da? Auch nichts Neues, ne? Noten, dann können wir auch nicht rein. Nehme ich mal hier mit meinem Schild oder so, dass da irgendwas sein ist. Der Eck. Ach so. Ein Easter English SCP Edition. Das Ziel ist ja jetzt einfach mal diesen Automaten in zu finden. Elevator Sound hat da irgendwas. Elevator Move Sound. Das haben wir jetzt nicht gehört. Oh, hast du das jetzt gerade gesehen? Geplappert hast. Nee, habe ich nicht. Was war da? Auf den Pillen stand Feeling HD aus. War, muss ich sagen, nicht so gut gemacht. Und das Glas ist ja rund und es war so gerade drauf. Ne? Hätte super sein bekommen, ne? Ja, denke schon. Der ist größer. Ne? Oh, das glaube ich aber auch. Guck mal. Die Frage ist halt jetzt, erkennt er uns früher, wenn er größer ist? Oder gibt es da so einen Mittelpunkt, wo... Das hab ich ja gefragt das letzte Mal. Echt? Im Livestream glaube ich sogar noch. Aber die SCP-Heatbox sozusagen ist immer noch genauso groß. Okay. Also der Aktionsradius hat sich nicht verändert. Shit, wenn jetzt da der zweite kommt, habe ich einen... Problem. Ich hoffe, dass sie sich synchron bewegen. Gibt es eine ordentliche Double Penetration? Die bewegen sich synchron. Aber langsam, langsam. Ja, ja. Weil wenn du von einem wegrennst, dann ist es aus. Hä? Das war eine Finte. Jetzt kommt er aber! Links! Was machst denn du? Oh Gott! Oh Gott! Enjoy yourself. Ich kann nicht mehr rennen. Machen die was? Die greifen dich gar nicht an, du läufst. Hallo? Lol. Alter, das machen wir als Thumbnail bitte. So wie einmal so? Der geile. Alter, im Mund! Oh. No! No! Das ich aber auch. Ich probier's nochmal. Ich glaube, das machen wir als Thumbnail, das machen wir. Ja, war das brauchbar, meinst du? Ja. Entweder das mit dem Mund. Ja, mal gucken. Also, hoffen wir, dass wir das zweite Mal ein bisschen mehr Glück haben. Das eine Video, wo wir das ja gemacht haben, ne, mit dem 6096, hat übelst viele Klicks bekommen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich dachte, dass wir das denn, hoffentlich klappt es nochmal. Also das Video habe ich auch im Forum gepostet, aber ich glaube nicht, dass so viele dann da draufklicken. Das kann...
Kann ich mir Hast du als nicht Bug vorstellen. gepostet oder was? Dass du die durch geschlossene Türen durchdrücken Nee, nicht als Bug, da war so ein Bug-Report. Screenshot und. Bug-Report. Lässt du mich jetzt mal Ja, Screenshot. Verdammte Scheiße. Da war so ein Screenshot. Screenshot und Video-Thread. Und da habe ich gedacht, komm, das war lustig, der war in uns drin, Junge. Post mal das mal. In dir drin war der vielleicht. Ja. So, hab ich schon Tür durchgekommen bin. Jetzt bin ich voll verletzt innerlich. Und so. Und so. Ja, was machst du? Du musst zum Automaten auf jeden Fall. Ich muss erstmal gucken hier, wo was ist. Und so. Und so? Und so. Und so. Links. Links. Ich gehe jetzt immer am Rand entlang, erst einmal. Am Rand entlang. Schau, es lohnt sich doch. Durch den Monsun gehst du doch. Ah ja. Hast du die Karte da? Ja, wir haben einen Defet. Alter, achso, na, das war doch letztes Mal schon, oder? Gewinne 1000 Euro, gewinne 10.000 Euro. Eine Stunde mit SCP 173. Mit mir kuscheln. Hättest du gerne, hä? Heiß? Was war das gerade? War das 106? Nein, es war irgendwas mit was, wo. Gehe ich da lang? Ich glaube, ich gehe mal da lang. Ich check jetzt echt alles so hier von außen nach innen so. Alles klar. Ist stabil, ne? Gut, dass du eine Strategie hast. Erstmal am Rand der Map lang. Weil ohne Strategie. Immer rechts. Ohne Strategie ist es nämlich immer so ein bisschen blöd. Was? Listen? Hm? Hat er gerade Listen gesagt? Keine Ahnung, was der gesagt hat. Listen? Ja. Ich habe ja dieses All New SCP Video geschnitten. Und bei dem Endless Room, da kann man so stimmen, ne? So Durchsagen wie von Ninetales. Die war übel assi. War das von Ninetales Fox oder war das jetzt durch den Raum? Ich glaube, es war halt so als abnormales eigenes Sein. Schon von dem Raum, ne? Ja. Denke schon. Weil das war ziemlich paranormal. Von was der gelabert hat. Und als wir zu der Leiche hingelaufen sind, wurde es voll schlimm. Ja, und dann hat es immer so wiederholt und immer tiefer irgendwie so. Ja. Und dann voll die Eskalation. Ja, Junge. Nicht nur so, was? Das hat mich echt voll fertig gemacht. Sondern was, wo? War das? Alter, das ist er ja schon wieder. Nee, ja. Komm. Das ist mir zu heikel, du. Ja, vorne müssten wir da echt zu oft durch. Aber ich hab mir aus Versehen gespoilert, weil im SCP-Wiki... Object Class Fred. Na, was soll das heißen? Tut keiner Fliege was zuleide. Weiß ich nicht. Es würde nämlich voll zutreffen. Was? Die Karte ist immer erst drin, wenn man einmal durchgeht, oder? Ist doch cool. Ja, irgendwie schon, gell? Ja. Weil wer jetzt nämlich dann nicht zweimal durchgeht, der findet nämlich gar nicht. Das ist die Weisheit des Tages. Oh nee, wirklich. Soll ich nochmal durchgehen? Nochmal probieren? Das musst du sagen. Ja, wir wissen halt nicht, wo wir rauskommen. Deswegen lass mal das. Und ich gehe dann einfach wieder zurück. Genau, jetzt habe ich schon. Hat's gerade alleine die Tür aufgemacht? Keine Ahnung. Hä, vor allem, nein, schau mal. Siehst du das? Da ist er offen. Aber hinter dir ist er zu. Ja. Du müsstest jetzt eigentlich so durchgehen können, ne? Und du bist. Vor allem muss man sich eigentlich selber sehen, oder nicht? Das wäre sau cool. Hammer. Das wäre der Hammer. Der Hammer. Dann muss ich da noch aufmachen. Genau, ich wollte noch was sagen. Ich habe da im Wiki habe ich ein Bild gesehen. Da fliegt diese Leiche. Ja, aber guck mal, kann auch sein, dass man eben gerade so nicht so weit sieht, dass man sich wieder selber sehen könnte. Ja, wenn man, dann müsste man sehen, wenn man den Fork ausschaltet. Ja, guck mal, bis zu der Tür, bis zur nächsten Tür kann ich eben nicht mehr sehen. Oder nur so ganz leicht, aber. Nee, okay, man sieht nichts. Nee. Hast du mir zugehört?
den Fock ausschalten. Nee, da auf so einem Bild, da fliegt diese Leiche. Anscheinend, wenn man noch öfter durch den Raum geht. Ja. Das hat ja auch einmal einer geschrieben, da fängt ja irgendwas zu fliegen an. Da ist wahrscheinlich dann diese Leiche mit gemeint gewesen. Was wird es wohl sonst sein? Ja. Aber da bin ich ja jetzt ursprünglich hergekommen. Das heißt, dann geht es da zum Anfangsroom wieder. Oder der Becher fängt an zu fliegen. Genau. Das wäre schlimm. Als wäre der versaubare Mann, ey. Ja. Ich glaube, dann würde ich Albert hier drücken. Hoho. So, und wenn ich mich richtig orientiere, dann müssten wir jetzt wieder Richtung Anfangsruhen gehen. Ich hab nicht so verfolgt. Okay, nee, da war ja noch nicht. Das Geräusch. Ist da? Genau. Genau. Was ist das für eine Box eigentlich? Euclid. 9663 steht hier. Was heißt das? Klar. 9663. Gibt es da irgendeinen Sinn? Ich meine, ist es jetzt gemoddet oder ist es immer ich so? Ich glaube schon, dass es. Schaut eingefügt aus. Weil da keine Textur vom Blatt dahinter ist, sondern das ist so ein grauer Kasten. Mark, ja. Da muss man auf Multiplizieren machen, dann scheint der Hintergrund nicht. Oh. 1663. Da, das ist der Anfangsroom. Ja? Ja. Habe ich mich doch richtig orientiert. Siehst du mal. Immer noch in der scheiß ersten Zone. Aber ich habe wenigstens schon mal hier Karten. Ja, Karten. Eine. Was? Level 1 Noob. Achso, das hat mir, glaube ich schon. Von damals. Damals. Oh. Weißt du noch, damals? 38. Das war bei dieser Vorlesung, wo wir da waren, gell? Über, was war denn das? Wir sind doch mal von der Schule aus freiwillig zu so einer Physikvorlesung gegangen. Ja, ne? Physik am Samstag. Genau. Und fragt einer irgendwie, damals 45 oder so. Können da auch Feuertornados entstehen in den Bombenangriffen oder so? Nee, der wollte einer die Feuer oder durch diese Feuerwirbelstürme wollte doch mit Pumpen dann kaputt machen, oder? Irgendwie sowas war da. Ich wollte gedacht, dass sowas kann von Michi kommen. Ja, genau, stimmt. Oh! Das. Ah, das hat er gechanged, oder? Ja, dass der Fury HD steht, oder was? Nein, da war doch gerade Alex Bertke sein Bild. Hast du nicht gesehen? Didn't you see this? Ach doch, der schickt mich doch. Ich dachte, weil ich noch nicht in diesem Raum drin bin und da drauf geguckt hat, dass mich das nicht schickt. Verstehst du? Aber es schickt mich ja doch. Okay. Ja, ich meine mal, dass der andere da nicht drin ist, aber ich habe trotzdem die Gasmask. Oh oh. Wo ist wo? Lauf rückwärts, lauf rückwärts. Ja! Junge! Scheiße! Ich habe jetzt eigentlich nicht so gepanikt. Du bist rückwärts, oder? Oder hast du es geschafft? Was? Nee, du hast es geschafft, ne? Ja, aber irgendwo war jetzt gerade eben eine Tür. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn eigentlich hier? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Diese doofen Gassen, also diese Gänge, die damit nur geradeaus gehen, nimmt doch keine Aufgabe irgendwie, oder? Aha! Wie die Tür schon extra für uns offen ist. Insertier. Fred. Ja. Dr. Al Snow, da ist ja noch dieselbe Saugklaue. Oder nee, der stand letztes Mal schon da, ne, mit Fred. Das weiß ich nicht. So. Fred. Fearing. Was hat er dann hier? Hater, mir fällt nichts mehr ein. Fred, Community Feeling. Seht ihr das Gesicht? Bin traurig. War das da irgendwas, ne? Nein, weil ich. Du Spacko. Weil ich vor dir komme.
und von der Community. Ja, aber vor allem, trotzdem ist es falsch, weil du machst dann immer auf Fine und ich mache Very Fine, also ich stimme. Du weigerst dich ja immer vehement hier Very Fine zu machen. So, jetzt ist für mich ist die Community jetzt ganz links. Der Harp, da ist nichts Paranormales an dieser Note. Nee, du. So. Community ist ja der Grund, warum man eigentlich Videos macht, oder? Ja. So. Ohne Community macht es ja keinen Spaß. Heute hast du es nicht raus, ne? Ich habe einfach Schmeißpech. Und die ging jetzt gut. Da voll zentriert, ey. Was, wir können da noch was schmeißen? Try it. Alter, der ist drin. Doch. Ja. Oh Mann. Jetzt ist er. Oh Mann. Jetzt ist er in der Pocket Dimension, ey. Nein. Ja, drück einfach mal. Wir haben doch schon mal was verschwunden. Was verschwunden, genau. Es ist schon mal was verschwunden und dann ist es trotzdem auf der anderen Seite rausgekommen. Da lag er. Oh, jetzt musst du nochmal alles machen. Mein Gott. Okay, pass auf. Was? Achso. Schau mal, da wurden zwei Documents wurden completely gechanged. Schreibt er. Fuck. Zwei Documents completely gechanged. Ja. Und zwar von 079, das ist der PC, und 682, das Hard to Destroy Reptile. Reptile. Geiles Wort irgendwie. Da gab es so einen Rapper, ne? Der hat sich Reptile genannt, ne? Echt? Reptile? Der hat doch dann mit A? Fuck You All oder so gerappt, oder nicht? Die Fuck You All war von dem anderen. Ah, ne, aber das hieß auch irgendwas mit Fuck You. Das Fuck You. Ja, stimmt, all. Das war ein anderer. Reptile. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Stimmt, das war ein anderer. Da kam das so Trompeten und so. Level Larry. Aber die andere ist trotzdem weg. Das habe ich da drauf geschrieben, Level Larry. Ha, hab's gefunden. Weil du nämlich überall reinkommst, so wie Larry. Oh, der Gasmus. Man sieht gar nichts mehr. In die Gasmus hab ich jetzt nicht reingehauen. Keine Ahnung, Mann. Du machst eh krank. Ich mach jetzt hier nochmal Community. Gucken, was Level 3 ist. Oder hat überhaupt da irgendwas geändert? Some Teakals da. Ich möchte wissen, was der da gechanged hat. So, Level 3 ist Junge. Das war glaube ich vorher schon. Ja. Hat er nichts. Der hat nur die Mastercard für Junge. Junge müsste das höchste sein. Wieso denn? Ich hab. Weil Junge halt einfach. Was habe ich auf 4 geschrieben dann? Junge. Auf 4 habe ich. Das sehen wir dann, wenn wir den Ding sehen. Nee, das ist 4, oder? Nee. Nee, das ist 3. 3 ist Junge. Eins war Noob, 2 war Dolan, ja. 3 war habe ich Junge. Junge. Wenn du sie droppst, siehst du es besser. Junge. Nicht mal mit H. Da hätte ich mit aufgepasst wahrscheinlich. was habe ich da noch 4 gemacht? Auf irgendeiner habe ich over 9000 geschrieben. Das würde wahrscheinlich die vierte sein, außer er hat es jetzt geändert. Warte mal, das war da links, bin ich jetzt. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Bin mit 80% sicher. Okay. Das erleichtert mir die Sache etwas. Knack, knack. So, okay, aber hier waren wir schon. Ne? Sollen wir da reingehen, ob da irgendwas ist? Nee, du. Es könnte die Hand drin sein. Könnte aber auch SCP-173 drin sein. Langsam, Junge. Nicht zu tief, Rüdiger. Also ist gar nichts drin, Mann. Safe. North. Schaut aber auch manipuliert aus, der Safe. Echt? Kaum. Ich würde gerne nochmal hier zu diesen zwei SCPs kommen. Westshore. Welche? Die mit den zwei Doors. Ja. 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 Senpai.
Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die waren. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Man sieht gar nichts mit deiner Mask. Ja, aber ich kann länger laufen. Das Mask. Das Mask. Das Mask. Ist ja da durchgegangen, könnte sein. Wo sei Mask? Das kann jetzt hier wieder. So ein bisschen japanisch. Das war auch japanisch. Was heißt das? Keine Ahnung, was heißt, es hängen die immer hinten dran, wenn es höflich ist. Das Spiel. Ohayo gozaimasu heißt guten Morgen auf höflich. Mit dem auf höflich? Genau, gozaimasu. So. Japanisch verlustig, H City. Alter, hoffentlich finden wir das. Orientierungslos. Oh, da kommt jemand. Der Midnight Man. Der Midnight. Oder eine Sister. Saudala. Sister, Brothers, and Nein, Sisters. 14. Nein, 714. Sorry. Ja, das können wir mit Yuka fragen. Was heißt dieses Gozaimasu eigentlich? Hat es, allein hat es, glaube ich, gar keine Bedeutung. Penis. Ich weiß klar, schon, Penis. Wer das war. Klar. Ich weiß ganz genau, wer das war. Wer sonst mag. So. So. Und so. Jetzt können wir wegen mir in die nächste Zone voranschreiten. Eindringen. In die nächste Zone. Intrudieren. Allerdings ohne Teddy. Ach nein. Kurz so gehangen, ne? Wo du durch bist. Möglich. ACP? Nein. Nein. Not this time. Zum Glück. Was haben wir denn da? Eine T-Kreuzung links, rechts, links, rechts? Rechts. Immer rechts. Hard to decide. Alter, was geht denn da? Das. Oh, okay. Der. Noch eine Kreuzung. Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich aber hier die Orientierung etwas verloren. Wir müssen diesen. Das gefällt mir alles nicht. Dings finden, Automaten. Ja, da unten schon mal eine Tür. Egal, ich guck lieber nicht. Okay. Komm, wir jumpen mal runter. Ah ne, da geht's ja gar nicht durch. Das ist so eine Koje, glaube ich. Da können wir sich mal runter no-clippen und dann gucken, was da unten so abgeht. Also, was bedeutet eigentlich no-clip? Was bedeutet das? Dass man. Clip? Ja, Clip heißt, es kann sowas. Dass es blockiert ist. Weil Clipping beim Verstärker ist, wenn Audio ist ja hier Sinusspannung. Wenn die an ihr Maximum gelangt, also wenn der Verstärker nicht mehr Leistung machen kann, dann klippt die an der Spitze, dann ist es nicht mehr rund, sondern ist es oben so abgeschnitten. Ah, okay, okay. Also quasi bis hierhin und nicht weiter, verstehst du? Ja. Und hier klippt es dann auch die Wand. Also Beispiel, ohne, die, ohne Barrieren sozusagen. Die klippt uns ja so ungefähr. Keine Barrieren. Könnte so in der Art gemeint sein. Ja. Ja. Es ist sau das Labyrinth einfach nur. Und ja, wieder wir, so ein Kack. Wir haben ja hier sowas. Da kommt er jetzt. Da kommt er. Aus dem Boden. Da guckt, das siehst du schon auf dem Anzeigegerät. Ja, dann lass mal das, oder? Ist mir egal. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. So, du bist echt weich geworden. Nee, ich brauch's einfach nicht. Stimmt, wir wollen ja. Das Ziel ist ja immer noch, diesen blöden Automaten zu erreichen. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Nichts Brauchbares, das ist sehr schade. Ja. Oh, da läuft er, oder? Läuft er da? Meine Freunde und Spargelstecher. Ist der von der Größe geändert? Nee, ne? Nee. Ich habe ein Bild gesehen. Da war einer auf der Seite, wo der gelaufen ist. Wahrscheinlich, wenn du mit No-Clip rüberfliegst, oder? Ja. Entweder du bist schnell genug, entweder du bist schnell genug, oder du musst mit No-Clip rüberfliegen. Ah, ja. Oh, Mann! Hauptsache, das Horn läuft weiter. So creepy irgendwie, aber oh Mann! Ja. Scheiße, warum? Was denn? Das war aber gerade da, wo das Event halt getriggert wurde, dass da hier das Gas kommt da und dieses Geräusch. Ja, vielleicht liegt es auch an der 1 und 4.
Stimmt, das war nämlich jetzt die 104, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Das ist nicht die 105. Was haben wir das am Anfang gesagt haben? Haben wir jetzt irgendwas Neues gesehen? Ja, ein paar Dokumente, wo gechanged worden. Ja. Und der Sound im Elevator. Nee, ich habe ihn nicht gehört. Ohren auf, ne? Die Musik habe ich gerade, aber der Move-Sound, oder? Das ist der Sound. Ja. Es gibt ja keine Melodie. Das war doch schon. Das war die doch haben den Move-Sound ersetzt durch eine Melodie. Ja, aber das war doch schon vorher so, oder? Vor dem Update jetzt. Stimmt allerdings. Vielleicht lauter oder so. Und der Menu-Ambient-Sound, der ist auch noch so leise wie vorher. Ja. Also was jetzt speziell hier als in dem Update hier gechanged wurde, ja gut, ist das 914 vielleicht. Könnte sein. Ja. Das Pendel. Wobei, aber das stand eigentlich alles drauf, ne? Letztes Mal mit. Genauso, ja. Da hast du ja auch gesagt, ne, ist falsch, weil ich mache immer fein und. Ja, dann vielleicht was anders falsch. Ja. Nochmal changen. Gut. Ja, wir haben eine halbe Stunde trotzdem gezockt und dann kommt ein Mav. Das ist ja schade. Ja, das nervt, auf Dauer nervt echt, Mann, ey. Ich glaube, es liegt nur 1 von 4. Und da hat er ziemlich viel gefixt. Ja, da stimmt. Kam auch immer wie, wenn du den DNA-Scanner benutzen wolltest. Ja, der 0, die 5er war ja nur Bugfix eigentlich. Mhm. Ja, gut, kann man nichts machen, ne? Jau. Ansonsten, ja. Ja, schade, wir würden es gerne öfter spielen, aber wäre schon gut, wenn die Mod dann auch auf der aktuellen Version basieren würde. Weil es dann vielleicht besser klappt. Ja, so ein Aufwand ist es doch gar nicht, oder? Die jetzt abzudaten. Ja, funktioniert die Mod mit der 1.5 nicht mehr, aber müsste doch genauso funktionieren. Eigentlich schon, oder? Das ist ja nicht so viel geändert. Ja. Update, Junge! Okay. Junge! Jo, ja, könnt ihr da unten wie immer abonnieren. Ja, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Disliked es, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schreibt Kommentare für alle anderen Gefühle. Gefühle? Die ihr für dieses Video empfindet. Liebe. Liebe. Wenn das Video lieben, kann ja sein. Dann dürft ihr das schreiben. Seid ihr Videophil? Videophil? Gibt's nicht. Das wird es bestimmt geben, weil Video ist bestimmt auch lateinisch. Ich hatte keinen Latein in der Schule. Ich glaube nicht. Du auch nicht, ne? Du warst ja auch Realschule. Du bist auch Realschule, oder? Vena laus amores, pax trux piscores. Ach so. Bist du Bescheid, oder? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.